Überlinger See. Die Archäologiestudentin Melanie Janik präsentiert ihre Funde aus dem Bodensee. Es ist einfach ein Einblick in eine kleine andere Welt oder eigentlich eine große andere Welt. Und das ist natürlich sehr faszinierend und macht wahnsinnigen Spaß. Jedes Jahr im Frühjahr ist Melanie Janik Teil eines Teams, das in den Pfahlbausiedlungen von Sipplingen Tauchausgrabungen macht. Die Pfahlbausiedlungen im Bodensee gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. In der Bucht von Sipplingen siedelten im Zeitraum zwischen etwa 3900 bis um 900 vor Christus Menschen. Im Laufe der Jahrhunderte waren es 17 Siedlungen. Es ist wirklich wie ein Eintauchen in eine andere Zeit. Ich arbeite mit Schicht für Schicht nach unten und da jede Schicht eine bestimmte Zeit repräsentiert, gehe ich immer weiter in der Zeit zurück. Fundstück.